Eine Spezialeinheit der Polizei hat in einem Flüchtlingsheim in Köln-Porz einen 16 Jahre alten Syrer unter Extremismusverdacht festgenommen. Der 16-Jährige soll sich in der letzten Zeit radikalisiert haben, sodass von ihm nach Einschätzung der Polizei eine ernstzunehmende Gefahr ausging. Nach Erkenntnissen der Polizei plante der Flüchtling einen Sprengstoffanschlag. Er habe in Internetchats seine unmissverständliche Bereitschaft geäußert, einen solchen Anschlag zu begehen. Im Juli zündete ein syrischer Flüchtling vor einem Weinlokal im bayerischen Ansbach eine Rucksackbombe, verletzte damit 15 Personen und kam selbst ums Leben. Der Attentäter hatte seit 2 Jahren in Deutschland gelebt und Verbindungen zur Miliz Islamischer Staat gehabt.